Willkommen zurück. Wir sind mittlerweile in unserem vierten Slot am zweiten Tag unserer Fototage. Wir haben wieder die liebe Frauke Mönch zu Gast und sie hat uns eben schon ein ganz tolles Live-Shooting beschert mit ganz, ganz vielen tollen Informationen zur Blende. Heute geht es dann weiter jetzt mit dem Thema Licht und zwar mit eigentlich einem Licht, was wir nicht so gerne haben eigentlich, nämlich das harte Licht. Aber manchmal hat man wahrscheinlich keine andere Wahl und da sind wir jetzt sehr gespannt, was uns da erwartet. Ja, ich werde es euch zeigen. So, aber vorher stelle ich mich noch mal kurz vor. Klar, genau, Gesundheit, gestern wir uns schon gesehen haben und vielleicht auch im Stream. Ich stelle mich trotzdem noch mal kurz für alle vor. Ich bin Frauke Bünsch, Fotografin in Ringen am Rhein, Nähe Frankfurt. Arbeite vor allen Dingen im Mode- und Beauty-Bereich für weitgehend nachhaltige Unternehmen, unter anderem für Essence Cosmetics, MAC Cosmetics, Kneipp, Paul Mitchell, Kemon. Mag aber genauso halt eben die Ausflüge eher in die industrielle Fotografie und arbeite da unter anderem halt für BioNTech, Lufthansa und Aldi Süd. So, hier nochmal kurz halt ein paar Fotos halt aus meinem Portfolio, halt schnell von Instagram gegrabt. Fühlt euch eingeladen, uns zu folgen, also unter anderem mir, dann natürlich auch meiner lieben Kollegin der Annika Blüge, unserer Make-up-Artistin hier, mit der ich auch schon seit mehreren Jahren zusammenarbeite und die uns jetzt halt auch gerade in der halben Stunde Umbau wieder eine wunderschöne Veränderung im Make-up gezaubert hat, die jetzt halt auch zu dem aktuellen Thema passt. Und zu guter Letzt haben wir natürlich die liebe Chiara von No Toys hier aus Düsseldorf bei uns am Set. Dann starten wir halt eben gleich mit dem Thema hartes Licht. Also es wurde jetzt halt eben schon erwähnt, ja, hartes Licht ist immer so eine schwierige Geschichte. Es ist halt einfach nicht so gefällig wie weiches Licht, auch gerade wenn wir halt Outdoor fotografieren. Ist es meistens angenehmer, an einem bewölkten Tag rauszugehen und jetzt nicht halt irgendwie an einem Tag mit knallender Sonne, weil einfach mehr zu beachten ist, weil halt einfach die Kontraste teilweise sehr stark sein können. Dass halt einfach die Blendenunterschiede halt zwischen der einen und der anderen Gesichtshälfte oder halt dem Schatten, der über das Gesicht fällt, einfach zu intensiv sind und man sich vielleicht halt irgendwie scheut, das aktiv zu nutzen. Also ich habe früher halt auch weitgehend, also in meinen Anfangszeiten, viel mit weichem Licht gearbeitet, viel mit Tageslicht gearbeitet, festgestellt, ja okay, es wirkt halt irgendwie immer alles eher etwas gemäldeartiger und sanfter. Aber irgendwie hat halt eben hartes Licht auch seine Reize, also auch gerade halt eben, wenn man in der Werbefotografie unterwegs ist und manchmal halt auch einfach eine bestimmte Lichtstimmung erzeugen möchte, weil der Kunde es halt eben auch so haben möchte. Ja? Also und gerade wenn es darum geht, auch eine Sonne zu simulieren im Studio, macht es absolut Sinn, sich halt irgendwie damit auseinanderzusetzen, wie man am besten mit hartem Licht arbeitet. Also es kann natürlich halt irgendwie wirklich von einem kreativen, flächigen Einsatz gehen, wo man halt eher mit einem Reportageblitz hart reinblitzt und harte Schatten im Hintergrund hat und was weiß ich nicht alles. Das sieht dann halt eben in der Regel auch entsprechend artifiziell aus, ist aber einfach ein Stilmittel, kann cool sein, kann halt irgendwie auch eine schöne Schnappschussmentalität halt irgendwie rüberbringen. Aber häufig, also wenn es jetzt gerade um Werbefotografien geht, schauen wir eigentlich, dass wir eher natürliches Licht simulieren. Also halt in dem Fall halt auch wirklich das harte Licht einer Sonne. Das hier sind alles Fotos von mir, die ich bei mir im Studio fotografiert habe. Kein einziges Foto davon ist irgendwo outdoor fotografiert worden. So, das ist natürlich im Studio manchmal alles halt irgendwie ein bisschen simpler. Ich habe ein großes 200 Quadratmeter Studio mit 9 Meter Deckenhöhe.
da kann man dann halt eben auch mal eine Sonne simulieren. So. Ich habe mal so zwei Arbeitsbeispiele mitgebracht. Einmal ein relativ kleines Set, das haben wir in einem sehr regnerischen Corona-Sommer bei mir im Studio produziert, wo es halt um das Thema Staycation ging, also wo wir halt auch tatsächlich halt eben die Making-of-Fotos mit released haben, halt irgendwie, um auf der einen Seite halt irgendwie das sonnige, strahlende Strandmotiv halt zu haben, aber auf der anderen Seite halt eben auch die Realität zu zeigen. Was ich damit sagen will, ist halt einfach klar, im Studio haben wir halt natürlich mehr Lampen, mehr Platz, ich kann mit Lichtsegeln arbeiten. Ich meine, hier habe ich jetzt halt auch ein großes unfreiwilliges Lichtsegel, das ich halt heute einfach einbinden werde, halt irgendwie das Licht ist gegeben. Das bedeutet, die Schatten werden vermutlich heute auch nicht ganz so hart ausfallen, wie sie es halt eben da zum Beispiel tun. Aber es ist halt eben trotzdem halt schon mal ein ganz gutes Beispiel, wie man halt eben auch mit Schatten arbeiten kann, alleine halt eben durch das, Nutzen von irgendwelchen Props, die wiederum halt auch zusätzliche schöne natürliche Schatten simulieren können, wie jetzt hier zum Beispiel die Blätter. Ich weiß, ihr hattet gestern in einem Workshop aber auch was Ähnliches. Also wenn ihr euch sowas interessiert, wie man jetzt halt irgendwie mit irgendwelchen Elementen im Motiv arbeiten kann, dass halt irgendwie einfach Muster oder abstrakte Schatten erzeugt werden, klickt euch durch die Workshop von gestern. So. Anderes Beispiel hier, das war jetzt halt eben tatsächlich von der Großproduktion halt eben bei mir im Studio. Wir haben halt wirklich den Vorteil, dass ich halt bis auf 6 Meter Höhe jetzt in dem Fall hier gegangen bin mit der Arri. Das ist eine 15 Kilowatt Arri gewesen. Wir haben da eine Foto- und Filmproduktion geleitet. Das bedeutet halt im Endeffekt, ich muss mit dem gleichen Licht arbeiten wie die Filmer. Andersrum bedeutet, dass die Filmer kommen meistens mit wesentlich weniger Licht halt irgendwie klar, weil halt irgendwie die Chips nun mal kleiner sind und entsprechend musste halt für mich da ganz schön halt irgendwie leistungstechnisch halt aufgebockt werden. Es war kuschelig warm im Studio am Ende. Also wir hatten da halt irgendwie teilweise halt irgendwie Lampen mit bis zu 30 Kilowattstunden halt laufen. Damit kann man im Januar super heizen. So, ja gut, aber worauf ich eigentlich hinaus will, also was man hier halt eben sehr gut sieht halt an dem Set, also wir haben da oben diese riesenfette Arri stehen und die strahlt mir einmal halt irgendwie nach unten ins Set und zaubert mir wirklich halt eben dieses Sonnenlicht, ja, also ich meine, klar, wir haben halt da unten noch ein Lichtsegel stehen, was halt auch nochmal so ein bisschen angeleuchtet wird, dass halt von oben noch ein bisschen was bounced, dass halt eben die Schatten halt dadurch halt ein bisschen gefälliger wirken und halt auch der Hintergrund halt noch ein bisschen Licht abbekommt, aber das ist, sage ich mal, halt eben ein relativ spezieller Fall, also dass man halt die Fläche und vor allen Dingen die Höhe hat, um sowas darzustellen. Geht aber alles halt eigentlich auch in einem kleineren Rahmen. Also wenn es jetzt darum geht, nur ein Model halt irgendwie relativ clean halt in einem kleinen Bildausschnitt zu fotografieren, braucht man jetzt nicht den riesen Raum. Erst recht nicht halt irgendwie, wenn man nur als Fotograf und nicht in einem Fotofilmteam zusammenarbeitet. So, letztendlich gibt es halt zwei Dinge, die bei hartem Licht zu beachten sind, um hartes Licht zu erzeugen. Man kann zum einen halt eben über den Lichtformer gehen. Das bedeutet halt, je kleiner der Lichtformer ist, desto härter wird das Licht. Ja, also das ist halt eben klar, wir haben eben für die Leute, die jetzt noch dazu geschaltet haben, wir haben eben mit einem sehr weichen Licht gearbeitet, also was sogar halt eben indirekt nochmal in den Schirm bounce und dann erst raus, extreme Streuung, relativ nah am Gesicht, ergibt halt wirklich halt einfach ein ganz softes, nettes Licht, was unkompliziert ist, also weil ich natürlich halt eben auch das Model halt irgendwie im Set bewegen kann, wie ich möchte, es kriegt eigentlich die ganze Zeit genügend Licht ab und es fallen halt auch keine merkwürdigen Schatten irgendwo hin, ja, also das ist natürlich halt das Risiko ja jetzt beim harten Licht. Gut, das ist jetzt aber halt Faktor 1. Die andere Geschichte, wie man halt irgendwie hartes Licht erzeugen kann, ist über den Abstand zum Model, also das bedeutet halt, je weiter ich den Blitz halt vom Model entferne, desto härter wird das Licht. Ja, also das bedeutet, man kann auch durchaus halt eine Softbox verwenden, wenn man den Abstand halt hat. Ja. Bitte? Die Größe des Schattens, ja klar. Ja gut, also ich meine, klar. Ganz genau, richtig. Also es gibt zwei Geschichten, also einmal über die Lichtformen, das war halt Faktor 1 und die zweite ist halt eben der Abstand. Man kann es natürlich auch kombinieren, aber es kommt ja auch immer darauf an, was man halt irgendwie zu Hause vielleicht schon an Lichtformen hat. Also jetzt nicht unbedingt halt irgendwie direkt losziehen und halt irgendwelche krassen Reflektoren kaufen. Das kann man machen halt,
es macht schon Sinn, halt einen Standardreflektor oder so im Portfolio zu haben. Aber je nachdem, was für einen Blitz man verwendet, besteht halt auch theoretisch die Möglichkeit, einfach komplett ohne den Lichtformer zu arbeiten. Es kommt aber darauf an, wie die Blitze aufgebaut sind. Ich meine, hier bei den Godox-Blitzen, ich arbeite jetzt heute auch tatsächlich das erste Mal mit den Godox-Blitzen, es ist halt eben so, dass der Blitz halt eben außerhalb ja, des Gerätes halt liegt. Das bedeutet, der Blitz, der strahlt halt eigentlich auch nochmal in alle Richtungen ab. Ich kann ja doch gerade einfach mal drehen, damit man es halt irgendwie sieht, wie das dann überhaupt da drin aussieht. So, hier, schön für die Kamera. Ganz genau, also man sieht halt eben, der Blitz, der liegt halt eigentlich relativ weit außen. Das bedeutet halt, der wird halt auch erst durch den Lichtformer gerichtet. Es gibt andere Blitzhersteller, wo der Blitz quasi im Gehäuse liegt und nur nach vorne abstrahlt. Und dadurch ist es halt eben, also kann man halt schneller hartes Licht erzeugen. Ja, also das variiert. Ich habe da so, beziehungsweise im Studio Elinchrom, das ist ähnlich wie da. Also ich habe halt die Blitzröhre außen liegen. Ich muss immer mit dem Lichtformer halt irgendwie davor arbeiten. Beispiel wäre jetzt halt ein anderes pro Foto. Da sitzen die Blitze halt eben im Gehäuse. Man hat dann halt noch so eine Diffusorscheibe halt davor. Und die kann man quasi auch ohne Lichtformer einfach drauf und man hat ein hartes Licht. Ja, also aber das, wie gesagt, das variiert halt eben je nach Blitzaufbau. So, wir machen jetzt einfach mal ein paar Fotos, um zu sehen, wie das jetzt halt eben überhaupt gerade aussieht und in was für eine Richtung wir uns bewegen wollen. Hier aber halt eben auch einfach nochmal für euch halt eben so der Grundsatz, den ihr euch einbläuen könnt, wenn es darum geht, hartes Licht zu erzeugen. So, ich stelle mir die jetzt mal andersrum. Ich versuche halt immer bei Sonnenlicht halt irgendwie ja schon einen relativ schrägen Winkel halt irgendwie hinzukriegen. Kommt jetzt natürlich auch darauf an, wie weit der Abstand nachher zum Modell ist. Ich gucke mir das dann halt eigentlich auch immer ganz gerne nochmal aus der Perspektive des Modells an, also um halt auch wirklich halt davon ausgehen zu können, dass das Licht halt eben das Modell trifft. Das ist manchmal. Ja, natürlich. Ist es nicht. Also die Frage war gerade halt eben bezüglich der Farbtemperatur, halt ob kaltes Licht immer hartes Licht ist oder ob es halt auch warmes, hartes Licht gibt. Das ist unabhängig tatsächlich. Also das ist halt eben unabhängig von der Farbtemperatur. Spielt natürlich beim Blitz weniger rein, weil wir da halt eben eigentlich mit neutralem Licht arbeiten und das halt alles, ja, also neutral ist. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel halt eben stattdessen mit LED-Leuchten arbeitet und so, da könnt ihr ja die Farbtemperatur zum Beispiel halt einstellen. Aber die beeinflusst nicht die Härte des Lichts. Das geht halt eben rein über die Distanz und den Lichtformer. Gerne. So, ich mache das jetzt gerade mal kurz an. Ich gehe so ein klein bisschen seitlich, also dass es halt irgendwie nicht ganz frontal anleuchtet. Muss jetzt halt gleich mal gucken, ob das halt von der Höhe halt schon gut ist. Oder ob ich lieber ein klein bisschen höher gehe. So, ich gucke mir das gerade einfach mal, du bleibst einfach sitzen, ich gucke mir das gerade mal an, wie es bei dir ankommt. Stell es gerade mal so. Gut, dann wechseln wir mal wieder in Capture One rein. Ich habe hier eben schon mal zwei, drei Testfotos gemacht, habe jetzt natürlich noch mal verstellt. Also schauen wir mal. Genau. Sehr gut. Sehr schön, prima. Kann man gleich mal reingehen und uns das halt eben anschauen. Ich finde es grundsätzlich bei so Geschichten immer ganz schön, das Licht ein klein bisschen seitlich zu setzen. Es sieht halt einfach gefälliger aus. Also wenn der Schatten halt irgendwie zu einer Seite so ein bisschen rausläuft. Es kann auch mal gut aussehen, wenn es halt wirklich so ein Balken ist. Ich glaube, ich habe es halt auch in den Testfotos halt eben drin. Das wäre jetzt halt eben bei der Geschichte. Das kann aber halt eben auch wie so ein komischer Ring aussehen und dann halt einfach nicht sonderlich gefällig. Also das muss man sich halt immer überlegen. Wäre jetzt aber auch zum Beispiel so ein Fall für einen Aufheller. Also in so einem Fall kann man sich das halt eben überlegen. Ist der Schatten einem halt zu hart? Kommt ja auch darauf an, also wie viel Umgebungslicht jetzt halt eben noch reinkommt. Wie gesagt, wir haben hier heute halt sehr viel Umgebungslicht. Also wir befinden uns nochmal in einer riesengroßen Softbox. Fotografieren da drin. Das bedeutet halt, ich kann hier gar nicht so krass harte Schatten erzeugen, wie in einem abgedunkelten Raum. Ja? Also das ist halt ein Stilmittel, muss man entscheiden, also ob man das möchte oder nicht. Aber wenn man noch härtere Schatten haben möchte, muss man halt eben dafür sorgen, dass halt nicht zu viel Umgebungslicht reinkommt. So, gut. Annika war jetzt gerade noch mal kurz im Set. Sehr gut. Alles klar, ich gehe jetzt gerade auch noch mal rein. Ich gehe jetzt auch noch mal ein klein bisschen weitwinkliger. Ganz genau, so ist schön. Genau, kannst ruhig so ein bisschen Attitude, so ein bisschen, genau, so nach oben ist schön, cool, prima. So, ja, das ist gut. Kinn ein bisschen runter, bitte. Yes, sehr schön.
gucken jetzt auch nochmal. Was ich jetzt aber zum Beispiel hier unten sehe, also der Blitz ist jetzt halt aktuell noch ziemlich niedrig. Ich bin zwar klein, aber ich stehe trotzdem im Licht. Also das ist halt hier unten halt eben dieser Bereich. Das wollen wir besser haben. Deswegen gehe ich jetzt halt auch tatsächlich noch einen Ticken weiter raus mit dem Blitz und höher und habe dann halt vielleicht den Vorteil, also dass ich nicht mehr selber im Licht stehe. Aber dafür muss ich ein bisschen weiter neigen. Ja. Ich muss mir das jetzt gleich auch nochmal von der anderen Seite anschauen. So. Ihr kriegt jetzt im Stream im Zweifelsfall meine Selbstgespräche mit. So, sieht gut aus. Alles klar, gut. Ich gucke gerade nochmal, ich habe jetzt natürlich den Abstand erhöht. Das bedeutet, es kann sein, dass ich jetzt gleich halt irgendwie nochmal was am Licht einstellen muss. Vielleicht arbeite ich aber auch einfach mit der Blende, weil ich habe da sowas gelernt. vielleicht regle ich das gleich einfach über die Blende, dass vielleicht die Leistung halt ein bisschen höher sein kann. Wir sehen das jetzt hier auch im Histogramm. Macht halt absolut Sinn, sich zwischendurch halt eben auch mal einfach mit Histogramm etc. zu beschäftigen, um halt irgendwie zu sehen, okay, was kann ich jetzt halt eben verbessern und wie schnell kann ich es verbessern? Das ist eigentlich relativ eine Blende halt irgendwie, die halt irgendwie heller sein könnte. Das bedeutet wiederum, ich bin jetzt halt bei ISO 200, bei Blende 8. Das bedeutet, ich gehe jetzt einfach mal wieder auf ISO 400 und guck mal, wie es dann aussieht. Gut, prima. Das ist ein bisschen sehr hell, strahlt irgendwie, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das Display ist. Ich muss mir das gerade mal kurz hier anschauen. Also das Histogramm erzählt was anderes als das Display leider, also es ist halt nicht überbelichtet. Hier strahlt es leider halt irgendwie so ein klein bisschen drüber, also aber denkt euch im Zweifelsfall den Teil. Aber zumindest durch die Position, die ich jetzt halt eben geändert habe, stehe ich mir selber nicht mehr halt irgendwie im Blitz. Was natürlich sehr positiv ist. Das bedeutet, wir können jetzt da mal weiter shooten. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auch wieder relativ nah an dich ran. Ja, das ist cool. Sehr schön. Ich mag das sehr gerne mit dem Blazer. Genau, guck noch mal bitte zu mir runter dabei. Yes, sehr schön. Warte, ich komme jetzt gerade mal so ein bisschen von oben. Cool, sehr schön. Prima. Gucken uns mal das jetzt gerade an, was hier so passiert. Es ist wirklich krass, wie hell es hier drin ist. Also das hat eben der harte Schatten, der geht halt fast flöten. Also man kann ihn teilweise erahnen. Ich würde jetzt halt eben mal schauen, ob ich halt irgendwie das Licht von außen halt irgendwie noch weiter rauskriege. Das bedeutet, ich gehe in der Leistung vom Blitz hoch und versuche halt eben über die Belichtungszeit halt eben da ein bisschen gegenzusteuern. Die Blende. So, einen Moment. Also zur Not hätten wir auch einen Faltreflektor noch da, mit dem du abschatten könntest. Nochmal bitte? Wir hätten auch zur Not noch einen Faltreflektor da, mit dem du abschatten könntest. Ja, gut, das Abschatten ist jetzt gerade, das ist voll lieb. Also ja, das stimmt, das können wir halt auch noch. Oh mein Gott. Möglichkeiten, ja. Ich würde jetzt halt eben tatsächlich erstmal gucken, also dass ich halt irgendwie das Licht von außen halt irgendwie noch ein klein bisschen halt rauskriege. So, ich gucke jetzt gerade mal kurz, ich mache gerade mal zwei Schüsse von hier, damit ich halt sehe, ob ich überhaupt irgendwo im richtigen Bereich bin. Yes, sehr gut. So, da kommen wir der Sache schon näher. So, also ich bin jetzt halt eben von, ich sage das nochmal gerade kurz an, was ich halt eben hatte. Ich war eben bei ISO 400, bei einem 160. Bei gleichbleibender Blende 8. Und bin jetzt stattdessen halt auf ISO 100 mit einem 160 gegangen und habe halt den Blitz entsprechend hochgeregelt in dem Fall. Da muss ich dann an den Blitz ran. Das geht leider nicht anders. So, gut. Dann können wir jetzt hier gerade nochmal loslegen. Sehr schön. Thema. Magst du mal so eine Hand vielleicht halt irgendwie? Oh, ich stehe gerade wieder im Licht. Ich drehe mich mal gerade so ein klein bisschen so, genau. Guck mal gerade so ein bisschen, ja, so in die Richtung. Das ist nice. Cool. Das sieht cool aus, sehr schön.
Prima. Ich würde dann, glaube ich, halt ein bisschen closer gehen, halt nochmal, also damit wir halt nochmal ein bisschen mehr Detail reinkriegen. Vielleicht ein bisschen Puder, ja, auf der Wange. Immer eine gute Rückfrage halt. Also ich meine, wir gucken da halt im Team halt immer genauestens hin, was können wir halt auch wirklich schon, also am Set richtig machen, dass wir halt irgendwie nicht zu viel Arbeit in Photoshop haben. Und gerade natürlich halt irgendwie so Sachen wie Glanz ist halt immer, es ist, also Glanz ist wichtig, ja, also es darf halt nicht zu matt sein, es muss halt irgendwie fresh wirken, aber gerade natürlich mit dem harten Licht ist es halt immer so eine Gratwanderung. Das kann dann halt echt schnell passieren, dass einem das ausbrennt. Ja, und dann muss man halt ein bisschen gegenpudern, muss aber auch damit vorsichtig sein, also dass man danach dann nicht wieder zu flach ist. So, ich wechsle mal gerade die Brennweite. Ich gehe mal wieder auf die 85er. Und dann können wir da gleich halt auch nochmal weitermachen. Das sieht eigentlich ganz nice aus, aber vielleicht probieren wir es auch nochmal von der anderen Seite. Da muss ich mich nur anders stellen. Oh, mein Gehirn. Oh, Entschuldigung. Ich entschuldige mich beim Objektiv. Objektophilie. So, danke dir. So, wo hat er denn? Ganz schöner Trümmer. Okay, gut. Geh nochmal auf die Seite. Ich komme nochmal ein klein bisschen weiter runter, damit ich nicht halt irgendwie zu sehr im Licht stehe. Yes. Und was hat er? Sagt mir gerade irgendwas, was ich nicht verstehe. Habe ich Autofokus voll. Yes, sehr gut. Ja, genau. Also da haben wir jetzt halt eigentlich genau das, was ich halt irgendwie so mag. Also das ist halt irgendwie schon nach einem sehr harten Licht aussieht, was aber halt irgendwie, ja, auf der einen Seite halt irgendwie sonnig wirkt, aber auf der anderen Seite halt irgendwie durchaus halt, sag ich mal, für Fashion- und Beauty-Fotografie wirklich ein cooles Licht sein kann. Also gerade halt eben, wenn man mit einer Make-up-Artistin zusammenarbeitet, die dann halt eben auch genau weiß, halt irgendwie, wo setze ich die Glanzpunkte hin, halt irgendwie die dann noch schön reinreflektieren und so. Es ist halt, ich liebe es. Gut, dann machen wir da mal weiter. So, warte, ich muss mal gerade den Fokus nochmal neu einstellen. So, da bist du. Sehr schön, bleib mal so. Yes, sehr cooler Blick. Prima. Genau, gerne mal so nach oben. Prima, sehr schön. Das ist toll. Wunderbar. Bleiben. Ich muss nochmal neu fokussieren. Cool. Sehr schön. Guck nochmal zu mir, bitte. Sehr gut. Ich komme jetzt nochmal einen Ticken näher, bitte. Jetzt. Sehr schön. Oh ja. Toll. Ganz toll. Prima. So, wir gucken mal gerade, was wir da so getrieben haben. Kamera zieht noch ein bisschen hinterher. Sehr schön. Klar ist natürlich, wir können jetzt halt eben noch weiter daran peilen, halt, wie das aussieht halt mit dem Schatten im Hintergrund. Aktuell wirft das Model halt noch einen Schatten auf den Hintergrund, was aber halt eben auch dem Abstand geschuldet ist. Wenn man jetzt halt eben den Platz normalerweise im Set hat, wird man halt eben gucken, dass man zum einen halt das Model halt ein bisschen weiter nach vorne positioniert und dann natürlich halt die Lampe halt auch gerne noch höher setzt, damit der Schatten halt eben steiler nach unten fällt. Du hast gerade den Glanz natürlich angesprochen, ja. in dem Bild. Ja. Du hast jetzt natürlich eine Luxussituation der hervorragenden Make-up-Artistin, die das richtig setzt. Was hast du Tipps, wenn der Glanz tatsächlich an den falschen Stellen ist, wie ich den hinterher wieder gut rausbekomme? Wie man ihn hinterher wieder rausbekommt. Also ich arbeite, also wenn es darum geht, dass jetzt wirklich halt irgendwo Spitzlichter und überbelichtete Stellen im Gesicht sind. Klar, die erste Option ist halt wirklich im RAW gucken. Kann ich halt irgendwie in Capture One was drehen, mir im Zweifelsfall eine zweite Variante halt rausrechnen und in Photoshop halt eben schauen, dass ich halt die beiden Ebenen übereinander lege und entsprechende Stellen halt nachbearbeite. Das kann funktionieren, es kann aber auch sein, dass dadurch halt irgendwie die Farben komisch ausgebrannt wirken und also irgendwie das halt dann nicht so ganz hundertprozentig stimmt.
ein bisschen Grundstruktur sollte trotzdem noch vorhanden sein. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich halt auch noch nachträglich in Photoshop hingehen und zum Beispiel mit dem Stempeltool bei 10% Transparenz, also halt irgendwie, also beziehungsweise 10% Deckkraft, ganz leicht, also aus einem benachbarten Bereich halt rüberstempeln. Mhm. Und dadurch kriegt man halt irgendwie so einen Pudereffekt tatsächlich halt eben hin. Also es ist ein relativ simples Tool. Ich würde bei solchen Geschichten auf so Sachen wie Frequenztrennung und Ähnliches verzichten. Frequenztrennung ist für mich halt sowieso nichts, also in meinem Bereich, also weil das führt halt immer dazu, halt eben, dass Gesichter halt sehr schnell sehr flächig wirken. Es ist halt eine spezielle Bearbeitungstechnik, bei der quasi die Farbigkeit von der Struktur im Bild getrennt wird und man die Farbigkeit halt getrennt bearbeiten kann, was erstmal halt eine coole Sache ist und halt auch also für bestimmte Sachen durchaus halt gut nutzbar ist, also auch gerade wenn es um Textilien und Falten geht und so, da arbeite ich halt vielleicht mal mit einer Frequenztrennung, aber ansonsten Dodge and Burn. Okay. Ja, also alles immer schön Dodge and Burn, also das ist halt einfach die minimalinvasivste Art und Weise halt irgendwie in der Retusche halt ranzugehen und ist halt auch tatsächlich also bei all unseren Leuten halt das Haupttool. Es kostet halt Zeit, aber es lohnt sich einfach. Also wenn man das mal halt irgendwie miteinander vergleicht, wie ein Bild halt nach einer Frequenztrennung und nach Dodge and Burn aussieht, immer Dodge and Burn. Ja. Danke. Okay, gut. Ich mache da jetzt noch mal eine Runde weiter. Ich überlege gerade, ob wir... Das war jetzt eigentlich auch ganz cool halt mit dem Glanz. Ich gehe da jetzt gerade noch mal rein, gucke mir das halt auch mal an. Aber das ist im Detail halt auch einfach eigentlich schön. Also das so, wie es jetzt halt hier sitzt, halt mit diesem Strobe, das ist optimal. Also da würde ich jetzt halt auch nachträglich nicht viel dran verändern. Wir könnten jetzt halt eben überlegen, ob wir halt eben am Näschen halt irgendwie, also in den Kanten halt noch mal ein klein bisschen dran gehen. Da kann man noch mal ein bisschen nachziehen, aber ansonsten ist das halt so schon ziemlich ideal. Genau. Gut, ich würde das Licht vielleicht noch mal ein klein bisschen anders setzen, dann können wir auch gleich noch mal ein bisschen von frontaler arbeiten. Ich setze den Blitz jetzt mal ein bisschen seitlicher, damit der Schatten halt ein bisschen extremer wird. Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Es war einfach nur eine Anspielung auf meinen Vortrag davor. Es ging darum, warum ich leider gesagt habe, dass ich jetzt am Blitz umstellen muss. Ich habe halt eben über die Blende ja gesprochen und dass die Möglichkeit besteht, halt eben halt, wenn man halt mehr Tiefenschärfe erzeugen möchte, halt irgendwie, dass ich das dann halt eben über die ISO-Werte kompensiere und dass ich deswegen halt nichts am Blitz ändern muss. Jetzt haben wir aber hier eben die Situation gehabt, dass wenn ich... Also so wie das Licht jetzt halt hier eingestellt war, war es halt einfach insgesamt, war der Blitz relativ schwach gegenüber dem Licht, was halt außen war. Ja, das bedeutet halt, ich muss halt irgendwie dann schon an den Blitz halt wirklich weiter hochregeln, ja, damit er gegen die Sonne kämpfen kann. Genau, richtig. Ja, so, gut, ich stelle den jetzt gerade mal ein klein bisschen weiter hier hin. Ja, was meinst du, guckt er in deine Richtung? Gut. Alles klar, ich gucke mir das gerade mal kurz an. So. Sehr gut. So, jetzt haben wir eigentlich wirklich einen sehr schönen, gefälligen kleinen Schatten. Was wir wohl gerade mal kurz mit ein bisschen spielen können, ich drehe den Kopf mal ein klein bisschen in die Richtung dabei noch. Ich muss gerade kurz gucken, ob das funktioniert. Ja, fast. Noch ein klein bisschen mal wieder zurück. Genau. Sehr gut. Ja, so haben wir es fast. Ich spiele mal jetzt einfach drauf an. Also das, worauf ich hinaus will, ist halt das sogenannte Rembrandt-Dreieck. Das ist halt letztendlich, also das, so nennt man das halt eben, wenn man halt eben dieses eine belichtete Auge halt eben hat und der Nasenschatten halt quasi halt ja, die andere Gesichtshälfte ins Dunkle fallen lässt. Ja? Also das ist Rembrandt-Dreieck nennt man es halt eben, weil Rembrandt das halt in seinen Porträts sehr häufig verwendet hat. So, alles klar. Wir machen jetzt aber erstmal wieder frei weiter, aber ich empfehle es halt auch einfach bei diesen Geschichten halt irgendwie auch immer mit dem Model halt ein bisschen in der Drehung zu spielen. Also vorausgesetzt die Setgröße und der Hintergrund macht das halt eben möglich. Müsst ihr nicht immer gerade von vorne fotografieren, sondern könnt ihr euch auch einfach ein klein bisschen mit dem Model bewegen, was halt gerade bei dem harten Licht Sinn macht. Bevor man halt immer wieder zurückrennt und halt irgendwie an dem Licht umstellt, dass man lieber selber halt ein bisschen rotiert, also das Model und sich selber. So,
Genau, ich komme jetzt gerade noch mal so ein bisschen zu dir. Ja, sehr schön, prima. Sieht gut aus. Klasse. Wunderbar. Guck mal nach unten, da baue ich so ein bisschen die Schulter her. Ja, so ist cool. Bitte, bleib mal bitte so. Ja. Cool. Sehr schön. Sehr cool. Also ich bin grundsätzlich halt aber auch immer ein Fan davon, halt irgendwie so Geschichten zu machen, also wo das Gesicht halt auch immer halt auf einer Seite gerne mal halt im dunkleren Bereich liegt, weil es dadurch einfach spannender wird. Also es muss nicht halt irgendwie immer flach von vorne halt gleichmäßig beleuchtet werden, sondern so ein paar Blendenunterschiede machen halt irgendwie schon einen gewissen Charme aus. Wie gesagt, das ist jetzt hier halt irgendwie immer noch ein bisschen aufgehellt von außen. Wir können jetzt aber gleich auch noch mal einen Lichtformer mit reinnehmen. Chiara, ich würde halt ganz gerne noch mal in diese seitliche Pose halt eben rein von eben. Anke, wärst du so lieb, gleich mal den Lichtformer halt einfach hier auf die Seite halt gleich so ein bisschen anzuhalten. Wir gucken jetzt gleich mal, wie das halt aussieht. Weiße Seite bitte. Ganz genau, du kannst einfach reinkommen. Genau, und halt echt tatsächlich mal halt eben so halten. Gucken gerade mal, ob das schon was bringt. So, vergleichen wir es gerade mal. Kann sich noch ein klein bisschen wieder zurückdrehen. Genau, so. Und du kannst noch näher rankommen. Ich bin wirklich, und ihn noch ein bisschen nach vorne rotieren. So, ganz genau. Das ist gut, prima. Yes, sehr schön. Klasse. Wunderbar. Nur mal diesen Blick nach unten von Emi jetzt. Sehr schön, prima. Cool. Dann kannst runterlassen, danke dir. Genau, also dadurch kriegen wir den Schatten halt auf jeden Fall noch einen Ticken wieder aufgehellt, wenn einem das halt eben zu extrem war. Aber wie gesagt, das ist halt eine absolute Geschmackssache halt irgendwie oder vielleicht manchmal auch also einfach von der Stimmung, die man erzeugen will, ob es halt irgendwie mehr dramatisch sein soll oder ob man jetzt wirklich aktiv sich dafür einsetzt, dass halt immer alles halt irgendwie im Gesicht sichtbar sein muss. Ja, das ist halt Geschmackssache, teilweise Auftragssache. Genau, ich würde dich gerne noch mal gerade ein bisschen auf die andere Seite drehen jetzt, also weil wir jetzt viele Sachen haben, wirklich mit einem relativ langen Schlagschatten auf der Seite. Wenn sie sich jetzt in die Richtung dreht, Richtung Licht, wird das Ganze halt eben wieder gleichmäßiger, ja, und eventuell auch gefälliger. Genau, dreht den Kopf bitte auch ein bisschen, klein bisschen zu mir. Zu mir, genau. Mal kurz gucken. Yes, ganz genau. Also so haben wir es jetzt halt eben wieder alles sehr offen, dafür aber halt diesen, ja, durchaus gefälligen. Jetzt in dem Fall halt gefällt mir der Ring tatsächlich halt am Hals. Sieht doch durchaus natürlich aus. Das ist ganz gut so. Aber wir können auch gerne jetzt in dem Fall nochmal versuchen, halt von unten halt ein bisschen aufzuhellen. Kannst du ihn mir gerade geben? Wir können ihn Chiara auch einfach jetzt in die Hand geben. Du hältst ihn jetzt einfach mal wirklich von unten halt irgendwie so gegen dich. Ich muss ihn allerdings wirklich halt da vorne ein bisschen eher kippen. Warte mal, lass mal gerade los. Also wirklich so wie so ein Teller halt einfach. Ist das okay für dich? Geht das? Okay, sehr schön, prima. Ja, dadurch wird er halt eben nochmal ein bisschen weicher. Kann man machen. So, warte, ich komme gerade nochmal ein bisschen näher. Sehr schön. Klasse. Sehr gut. Schön. Guck nochmal bitte zu mir. Okay, ich muss mal gucken, dass ich selber wieder nicht im Licht stehe. Ich neige dazu. Verdammt, da bin ich. Das habe ich beim letzten gemerkt. Danke dir. Okay, gut. Gehe ich gerade nochmal zurück. Ja. Ah, ich vergleiche das jetzt hier auch gerade nochmal kurz. Also das war jetzt halt eben mit dem Aufheller. Das andere war halt ohne. Also man erkennt das halt eben schon. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Also weil ich halt auch das Gefühl habe, jetzt halt eben durch das Aufhellen, dass halt leider halt auch das Pink vom Blazer halt auch nochmal intensiver zu sehen ist als vorher. Ist natürlich sowieso immer so eine Sache halt eben, also gerade wenn man halt mit Blitzlicht arbeitet, wird man das halt häufig feststellen, wenn man jetzt halt mit neonischen Farben in der Kleidung arbeitet, dass auch das alles leider wie ein Bouncer ist und halt irgendwie einem halt auch ins Gesicht reflektiert und man da halt nachkorrigieren muss. Das ist halt so. Aber das lässt sich eigentlich relativ gut in Photoshop lösen. So.
Gut. Habt ihr noch Fragen aktuell? Kann ich gerade noch irgendwelche Fragen dazwischen schieben? Ansonsten shoot ich noch eine Runde. Also auf dem Live-Chat höre ich noch nichts an Fragen. Aber wie gesagt, es wird alles aufgezeichnet. Das heißt, wenn jemandem später noch eine Frage unter den Nägeln brennt, gerne einfach kommentieren den Livestream. Und natürlich auch, wenn es zu Fraukes Arbeitsweise ist oder Ähnliches, wir leiten das natürlich auch gerne weiter. Ja, sehr gerne. Also ich kann da auch immer noch gerne nachträglich euch Fragen beantworten. Genau. Überhaupt kein Thema. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann setze ich das Licht halt einfach nochmal ein bisschen an. Vielleicht tatsächlich nochmal ein bisschen schräger von der Seite. Ich ziehe einfach mal noch weiter rüber, halt, wenn das okay ist. Christina, ich mache dir deinen Platz streitig, sorry. So, ich gehe jetzt gerade mal kurz in die Richtung. Ich gucke gerade noch mal von dir, ob das überhaupt noch halt irgendwie bei dir ankommt. Vielleicht noch ein bisschen hoch, kann noch ein bisschen. Lässt sich halt manchmal ein bisschen schwer einschätzen. Ich gehe gerade mal ein bisschen steiler. So. Ah ja, was ich vielleicht noch erzählen kann, halt eben insgesamt halt zu dem Thema, also wenn der Blitz, also der Schatten jetzt halt sehr hart ist und für einen zu hart ist im Studio, also wenn man jetzt halt wirklich mit so einem Setup arbeitet, was man halt immer noch zusätzlich machen kann, ist zum Beispiel halt eben so einen Schirm noch mit dahinter zu stellen, um halt eben nochmal ein füllendes Licht zu haben, was dann halt auch dafür sorgt, dass die Schatten wieder abgemildert werden. Also dadurch wird das Ganze halt eben auch wieder gefälliger. Kann man vielleicht halt irgendwie vergleichen mit draußen halt irgendwie schon sonniger Tag, aber so ein paar kleine Wölkchen halt eben einfach, die das Ganze halt ein bisschen weicher und gefälliger machen. Also damit kann man spielen. Bringt nur hier gerade nichts mit dem ganzen Licht. Also, wir haben tatsächlich noch eine Frage aus dem Live-Chat, und zwar, wie das Licht gerichtet ist. Also ist es zentriert auf Ihr Gesicht quasi, also wirklich auf die Nasenspitze, oder ist es dann doch ein bisschen weiter weg? Ich kann es tatsächlich nicht hundertprozentig genau sagen. Dafür müsste ich jetzt selber halt irgendwie es nachmessen oder so. Aber also es gibt halt mehrere Möglichkeiten, halt das Licht auszurichten. Ich gucke natürlich halt eben schon, dass es halt wirklich auf den Kopf geht, jetzt in dem Fall. Ja, also ich meine, klar, es ist halt eben steil von oben auf den Kopf, aber worauf wollte ich hinaus? Es gibt halt mehrere Möglichkeiten, das halt eben auszurichten. Halt. Und jetzt in dem Fall ist es halt für mich relativ schwierig, weil ich keine Leiter habe. Normalerweise kann man sich auch einfach hinter den Blitz stellen und also quasi mit dem Blitz halt auf das Modell zielen. Das wäre halt die simpelste Art, halt irgendwie, um schnell halt ein Licht auszurichten. Jetzt in der Höhe geht das aber nicht für mich. Ja, ich habe jetzt hier halt... Bitte? Ja, klar. Ja. 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 Nee. Mir geht es halt aber jetzt halt in dem Fall tatsächlich halt darum, dass mir der RFT-19... dass der Reflektor halt mir einfach nicht hart genug war. Also deswegen bin ich halt weiter rausgegangen. Also wir haben halt eben das Problem, dass der hat halt, also was heißt Problem? Es ist ein toller Reflektor, RFT-19 heißt der. Der bringt sogar halt irgendwie wohl eine Blende mehr Lichtausbeute als halt irgendwie die klassischen Standardreflektoren. Der gibt aber halt trotzdem halt irgendwie so etwas weiche Lichtkanten. Und wenn ich jetzt halt irgendwie bei so Modefotografie bin, versuche ich schon halt wirklich immer halt irgendwie recht harte Abgrenzungen halt von Schatten zu Licht zu finden. Ja, also deswegen, mir geht es mir wirklich halt an die Fokussierung der Lichtkante, und deswegen bin ich halt aktuell so weit draußen. Genau, weil ansonsten, klar, kann ich halt näher reingehen, aber dann wirst du halt feststellen, dass die Schatten halt gleich wieder viel weicher werden. Man spart vielleicht Energie, das ist wahr, ja. Genau, gut, also ich meine, ein Blitzen. Das ist wahr, ja, gut, aber also ich meine, solange man halt irgendwie mit Blitzen oder LEDs arbeitet, geht das ja mit dem Strom. Also, das geht. Also die andere Geschichte, worauf ich halt hinaus wollte, wie man halt ansonsten halt irgendwie halbwegs fokussieren kann, ist halt sich in die Position des Models begeben und gucken halt irgendwie, ob der Blitz mich anschaut. Tut er halt übrigens gerade nicht. Also nochmal ein bisschen umrichten. Und klar, also ich meine, das Model kann halt auch Feedback geben. Sie weiß das, glaube ich, halt in etwa. So ist gut. So, ja? Prima. Gut. Ich vertraue ihr.
Gut, alles klar. Dann haben wir es jetzt halt wirklich schon ziemlich seitlich. Deswegen würde ich dich aber auch bitten, lieber halt irgendwie wieder so ein bisschen in die Richtung zu gucken, weil es halt ansonsten zu hart wird. Genau, ich gucke mir das jetzt gerade nochmal an. Ja, sehr schön. Genau, so hier haben wir jetzt wieder diesen seitlichen Schatten. Das sieht wirklich sehr charming aus. Halt. Es ist halt nicht diese Ringwirkung, sondern wirkt dadurch halt eben auch einfach nochmal natürlicher. Und wie gesagt, also gerade halt eben auch mit so modernen Outfits, die ja relativ schnell kombiniert sind, halt auch. Also wirklich einfach ein Basic Top, einen coolen Blazer drüber und alles ist gut. Was tust du? Okay. Unser Fernseher ist unglücklich. Okay, gut. Ich mache jetzt gerade nochmal. Sehr gut. Schön. Ja, das gefällt mir sehr gut. Den Kopf ruhig doch nochmal ein bisschen und mach ihn mal ein bisschen schräger, halt. Und so ein bisschen diagonal. Also, ja, das ist cool. Nice. Yes. Guck nochmal zu mir dabei. Wunderbar. Cool. Sehr schön. Ja. Nice. Prima. Okay, Kopf nochmal bitte in die andere Richtung. Das ist schön. Ja, klasse. Wunderbar. Ich komme gerade mal so ein bisschen so rüber. Schön. Ja, das ist cool. Mal so. Genau. Wunderbar. Schön. Warte, ich komme jetzt gerade auch noch mal ganz nah. Also nah, wie es geht. Schön. Guck noch mal zu mir, bitte. Jetzt. Yes. Prima. Wunderbar. Auch das nochmal Zusammenfassung für die, die halt eben nicht mit dabei waren. Immer zwischendurch Feedback dem Model geben. Ich quatsche eigentlich die ganze Zeit mit dem Model. Also entweder gebe ich ihr halt Feedback, also halt auch einfach, damit sie halt weiß, alles toll in der Situation. Ich kann halt irgendwie auch dann einfach nochmal sagen, okay, die und die Pose war jetzt wirklich richtig gut. Aber grundsätzlich geht es eigentlich die ganze Zeit darum, halt irgendwie auch jemanden zu empowern, ein gutes Gefühl zu geben. Ja? Also halt auch gerade bei Anfängern und so ist das halt wichtig, also dass man sie halt an die Hand nimmt und halt irgendwie nicht schweigend hinter der Kamera sitzt und halt irgendwie vor sich hin brödelt, auch wenn das halt irgendwie, ja, auch eine Form von Multitasking ist. Aber wie gesagt, also manchmal reicht es halt auch vollkommen halt irgendwie, jetzt, ich sagte das auch eben zu ihr, es kann halt sein, dass ich halt zwischendurch Selbstgespräche führe, halt einfach, weil ich halt irgendwie mal 30 Sekunden was an der Kamera umstellen muss, aber es ist halt irgendwie dann trotzdem immer noch angenehmer, halt irgendwie was zu sagen und auch dem Model halt irgendwie klar zu machen, dass das gehört jetzt einfach halt irgendwie mit dazu, ich muss mal gerade was umstellen, es hat nichts mit dir zu tun, dass ich jetzt halt irgendwie da gerade komisch an meiner Kamera hänge. Ja, gut, gucken gerade nochmal kurz auf die Fotos. Ja, sehr schön. Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist auch ganz toll. So, wir haben noch 3 Minuten Zeit. Das heißt, ja. Es ist noch die Möglichkeit, Fragen live zu stellen, wenn denn welche bestehen. Noch? Genau. Bitte? Frage nach dem Anschnitt gerade. Ja. Ja. Nee, also meistens gucke ich halt eben schon, dass ich halt so fotografiere, wie ich es nachher auch verwenden würde. Ja, also ich meine, klar, in der Bewegung kann das manchmal halt sein, dass man halt dann doch nochmal nachträglich ein bisschen was croppt. Kommt selten vor, also ich crop vielleicht ein bisschen was drehen oder so, eher selten. Da versuche ich eigentlich schon immer, also von der Drehung halt irgendwie so zu kommen, wie ich es halt eben auch haben möchte. Ich habe halt häufig das Gefühl, wenn ich es nachträglich verändere, dass es halt trotzdem irgendwas artifiziell daran wirkt. Also deswegen ist es mir eigentlich schon immer wichtig, halt gleich so zu fotografieren, wie ich das Bild halt auch nachher verwenden würde. Ja, also es gibt halt eben Auftragssituationen, wo das nicht, also wo ich halt anders arbeiten muss. Also zum Beispiel halt eben, weil ein Foto für verschiedene Anschnitte verwendet wird. Das ist halt heutzutage halt wirklich halt ein Thema, auch immer wieder aufgrund von Social Media, also zum Beispiel jetzt auch im Kosmetikbereich, dass wir halt irgendwie Fotos halt haben, die sowohl halt irgendwie für Printanzeigen verwendet werden, die auf der Website funktionieren müssen in einem Header und dann halt irgendwie ein 4:5 halt irgendwie auf Instagram oder vielleicht sogar in 9:16 halt für eine Instagram-Story. Das bedeutet halt, da muss man natürlich dann schon halt irgendwie schauen, also dass das Bild halt irgendwie so aufgebaut ist, dass es für viele verschiedene Sachen funktioniert. Ich arbeite aber hier halt irgendwie in der Regel halt eben auch so, dass ich mir die Fotos halt, also die RAWs in 2:3 gebe und jetzt nicht halt irgendwie schon an der Kamera halt da halt irgendwelche Limitierungen einstelle. Also wenn ich jetzt halt nur für 4:5 arbeiten würde, wäre das vielleicht praktisch, aber so habe ich doch dann am liebsten einfach alles an Material und mache dann halt nachträglich die Anschnitte.
Da ist okay so? Ja, ja, danke. Gut, Sie als nächstes? Genau. Ich wollte nochmal fragen, weil du das Galileo-Computer aufgehört hast. Ja. Hast du ganz am Anfang, also du bist ja jetzt 7 Jahre dabei, ganz am Anfang ein bisschen mehr Batterien lassen, eben um Nachteil zu schneiden, einfach weil ich glaube schon, also das wird am Anfang anders gewesen sein. Ich glaube schon, dass ich da halt auch mehr Bilder halt geschnitten habe oder dass ich halt auch am Anfang noch nicht so ganz begriffen habe. Also auch gerade, wenn man jetzt halt irgendwie on location arbeitet, halt irgendwie wie Fluchten funktionieren, wie halt irgendwie halt auch mit Architektur umzugehen ist. Das sind halt eben Sachen, die man lernt und das bedeutet halt im Nachhinein natürlich meistens bei den Fotos, die entstanden sind, viele Modifikationen, muss dann halt irgendwie nachträglich halt perspektivisch verzerren, halt rumcroppen und so weiter. Das sind halt eben tatsächlich Sachen halt irgendwie, die mit der Zeit aber immer weiter entfallen. Und also wie gesagt, wo ich, also egal wie stark Photoshop halt irgendwie mit all seinen Tools ist und so weiter, es ist trotzdem unsere Zeit. Es ist unsere zusätzliche Arbeitszeit. Und also wenn wir es halt irgendwie im Voraus richtig machen können, sollten wir es halt eben tun, aber das passiert mit der Erfahrung. Naja, genau. So, da war noch eine Frage. Wie sieht denn eigentlich die Nachbearbeitung aus in der Bildbearbeitung? Hast du noch Gradationskurve oder? Ja, schon. Also. Ja, also die Frage war halt eben, wie meine Bildnachbearbeitung aussieht. Also ich gehe halt eben in Capture One meistens relativ basic ran, gucke mir halt die Farbtemperatur an, schaue halt irgendwie, ob es wirklich optimal belichtet ist. Es gibt halt eben Motive, wenn es halt eben schnell und rough zuging, dass halt eben auch mal was nicht halt irgendwie genau richtig belichtet ist und wo man dann vielleicht nochmal in den Tiefen halt ein bisschen was ziehen muss oder so. Also sprich, das sind, also so ein bisschen HDR und Stuff, ja, nutze ich halt irgendwie in Capture One, aber von da aus geht es eigentlich direkt weiter in Photoshop. Da ist halt eben, wie gesagt, in der Regel halt irgendwie als erstes mal die reine Retusche halt irgendwie dran, also alles halt irgendwie an Pickelchen, Stuff halt irgendwie wegmachen, dann kommt halt eben die Dodge and Burn Session halt irgendwie, wo dann halt irgendwie alles nochmal ein bisschen glatter gezogen wird. Ja, also im Endeffekt geht es ja einfach nur darum, halt irgendwie, dass Haut halt irgendwie nicht fleckig wirken soll, sondern halt eben möglichst ebenmäßig. Ja, also, aber ohne dabei jetzt zum Beispiel Sommersprossen oder ähnliches zu killen, was zum Beispiel halt bei einer Frequenztrennung auch passieren könnte. Nach dem Dodge and Burn gehe ich dann meistens nochmal hin und entwickle wirklich einen Look. Also für das Bild. Also wird dann halt aber halt auch in Absprache mit dem Kunden darüber gesprochen wird. Also wollen wir ja eher was Kühles, brauchen wir was Dramatisches. Also das kann ja in ganz viele verschiedene Richtungen halt eben gehen. Und ich muss dazu sagen, ich habe halt über ein Jahr halt in einer Postproduktionsfirma in Frankfurt gearbeitet, halt damals während des Studiums und das da halt wirklich auch von der Pike auf gelernt. Und das ist halt sehr viel Augenschule einfach. Also so dieses, okay, da ist ein Mühe. Cyan zu viel in der Haut, das mache ich jetzt mal raus. Also das ist halt wirklich eine sehr individuelle Geschichte, je nachdem, wo man fotografiert hat, mit wem man fotografiert hat, was für eine Klamotte halt eben das Model anhatte. Das sind alles halt eben Faktoren, die sich nachher halt eben auch auf meine Postproduktion auswirken können. Ja? Und zu guter Letzt, also was ich persönlich halt wirklich ein cooles Tool finde, ist von Alien Skin Exposure. Das ist ein Plugin für Photoshop, mit dem man verschiedene Filmlooks simulieren kann. Und das Tool ist sehr mächtig in der Zwischenzeit. Also das ist halt, macht für mich bestimmte Sachen, die halt andere Leute an Lightroom cool finden. Also weil Lightroom hat halt schon halt eben so diesen Charme, dass man viel schnell einstellen kann. Das möchte ich in Capture One gar nicht machen. Ich möchte das nachher halt irgendwie in meiner TIFF-Datei als Layer, als Smart Layer am besten halt irgendwie oben auf dem Bild haben, sodass ich auch nachträglich noch was dran ändern kann. Und also da ist halt dieses Alien Skin Exposure halt wirklich ein cooles Tool, wenn man halt irgendwie verschiedene Filmlooks erzeugen möchte, aber gleichzeitig vielleicht noch weiter Bouquet reinnehmen möchte oder, ach mein Gott, also es ist, müsst ihr euch mal anschauen. Ist halt auf jeden Fall eine nette Geschichte halt irgendwie und also das Coole ist halt ja einfach, dass man halt eben diesen Effekt einfach halt obendrauf als Smart Layer legen kann, ja, also ohne dass halt irgendwie darunter halt in der Struktur halt eben was kaputt geht. Und das ist mir halt eigentlich das Wichtigste. Als erstes immer die Pixelarbeit, dann kommen die ganzen Ebenenlayer, Einstellungslayer und dann zu guter Letzt kommt der Look obendrauf. Ja, so. Ja, perfekt, genau. Dann sind wir auch schon am Ende der Zeit. Also vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich glaube, wir trauen uns jetzt auch alle vielleicht mal an härteres Licht ran. Ja, jetzt mit den Tipps. Und wir machen jetzt eine etwas längere Umbaupause und zwar eine Stunde. Das heißt, um 15:30 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Slot.
Ich denke, da kann ich so viel schon mal verraten. Es wird sehr bunt und deswegen müssen wir noch einiges umbauen. Und ja, ich hoffe, bis später. Wer im Livestream ist, Good. Kann einfach drin bleiben. Der wird weitergeleitet. Wie immer. Alles klar. Vielen lieben Dank euch. Danke, dass du da warst. Danke an euch beide natürlich auch. So.